Zwischen Bumper Plates und Gussplatten gibt es definitive Unterschiede, die ich dir gerne erklären möchte. Schauen wir uns das mal an. Yes, ladies and gentlemen, grüezi miteinander, Gregory Gemaili von Lebe Stark hier. Wenn du das erste Mal einschaltest, auf der Suche nach Motivation bist und mehr über das Thema Fitness und Ernährung lernen möchtest, dann klicke auf Abonnieren und das Glocken-Icon, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wer sich ein eigenes Fitnessstudio oder ein eigenes Gym einrichten möchte, muss sich diverse Fragen über Equipment und natürlich über das Budget stellen. Im September 2016 habe ich mein erstes Personal Training Studio eröffnet und ich möchte gerne meine Erfahrungen hier mit dir teilen. Lass mich wissen, ob dich diese zukünftigen Series interessieren oder nicht und schreib es in die Comments. Gewichtsscheiben sind nicht gleich Gewichtsscheiben, obwohl gewichtstechnisch gesehen 5 Kilogramm sicherlich 5 Kilogramm sind. Aber sogar hier in der Grammatur kann es definitive Unterschiede geben zwischen Hersteller und Art der Gewichtsscheibe. Schauen wir uns einmal die meiner Meinung nach 5 wichtigsten Unterschiede zwischen Bumper Plates und Gussplatten an. Der erste Unterschied ist in der Griffigkeit. Hier liegt ganz klar die Gussplatte im Vorteil, weil sie einen viel besseren und einfacheren Grip hat, um sie aus den Dornen oder aus den Ablageflächen herauszuholen. Bei den Bumper Plates gestaltet sich das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wenn man wie in meinem Fall Ablageflächen oder Dornen hat, die ein negatives Gefälle aufweisen, dann kann es sogar schon mal vorkommen, dass man seine Finger einkennt. Der zweite und sicherlich wohl sichtbarste Unterschied ist der Diameter oder Durchmesser. Der Durchmesser bei der 5er Bumper Plate ist natürlich viel größer als bei der 5er Gussplatte. Das hat natürlich beides Vor- oder Nachteile, je nach Perspektive. Betrachtet man Lagerung und Ablagefläche, ist eine Bumper Plate mit dicken und großen Durchmesser definitiv ein Nachteil. Man kann nicht auf 3 aufeinanderfolgenden Dornen, wie jetzt in meinem Fall, Bumper Plates deponieren, weil die sich blockieren, weil der Diameter einfach viel zu groß ist. Bei den Gussplatten hingegen passt es, weil der Diameter natürlich dementsprechend kleiner ist und somit du mehr Gewicht auf weniger Ablagefläche deponieren kannst. Geht es aber um Trainingsqualität und Ausführung, sind die Bumper Plates ganz klar im Vorteil, besonders wenn es um freie Übungen geht, und das war schlussendlich auch der Grund, wieso ich mir diese Bumper Plates gekauft habe. Da die Gewichtungen alle gleich groß sind, kannst du beispielsweise mit deiner 5 Kilogramm Platte eine saubere Technik beim Deadlift lernen. Da der Durchmesser bei der 5 Kilogramm Gussplatte viel kleiner ist, musst du dich schon richtig verbeugen, um den Deadlift überhaupt lernen zu können. Deshalb sind die Bumper Plates sehr rückenschonend und viel besser, wenn es um Technik geht. Unterschied Nummer 3 ist Lärm und Abwurf. Bumpers dämpfen natürlich sehr stark den Drop, wie beispielsweise beim Deadlift. Gussplatten jedoch machen einen so starken Lärm, dass man diesen noch meilenweit hören kann. Durch ihre gute Absorption können Bumper Plates zudem bei Abwurftechniken auf jeden Fall benutzt werden. Nummer 4 ist die Stückelung. Gussplatten besitzen eine Stückelung bis zu 1,25 Kilo, wohingegen Bumper Plates teilweise bei 5, aber manchmal auch bei 10 Kilogramm starten. Eine minimale Erhöhung des Gewichts eignet sich beispielsweise bei Curls oder auch bei der Bench Press, wenn du am Limit angekommen bist. Bumper Plates sind ihr ganz kleinen Nachteil, weil sie nicht mit einer kleinen Stückelung dienen können. Der letzte der 5 wichtigsten Unterschiede zwischen Bumper Plates und Gussplatten ist der Preis. Preisunterschied. Für 127,5 Kilogramm inklusive Stange Gussplatten bei Mega Fitness bezahlst du ca. 449 Euro. Bei 120 Kilogramm inklusive Stange bei Bumper Plates bist du schon bei 519 Euro. Schlussendlich kommt es immer darauf an, für was du eine Bumper Plate überhaupt nutzen kannst. Wenn du mit freien Übungen arbeitest, wie Deadlifts, Cleans etc. und natürlich auch einen guten Gummiboden und genug Platz hast, dann lohnt sich eine Bumper Plate auf jeden Fall. Wenn du das Gewicht aber nur für deine Curlstange oder deinen Plate Loaded Latzug benötigst und keine freien Übungen machst, keine Cleans, keine Deadlifts, dann tun es Gussplatten auf jeden Fall. Das war's. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klicke auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.